Das Überraschendste ist für mich, wir haben ja im Herbst, also haben die ja zwei Spiele gemacht bei der EM-Qualifikation, eins gegen Polen und eins gegen uns und haben beide Spiele, ich glaube, ganz, ganz klar, also haben ganz, ganz klar verloren und haben jetzt zu Hause gegen Israel gewonnen, haben gegen Polen unentschieden gespielt und haben auch wirklich spielerisch einen wirklich großen Entwicklungsschritt gemacht, den ihnen, glaube ich, gar nicht so viele zugetraut haben. Ja, ich nehme mal die Tafel dazu. Also eins muss man natürlich sagen, dass der Mittelmann, also Dedai, im Hinspiel nicht dabei war gegen uns und der schon mit Hüftsprungwurf und Hüftwürfen einiges quasi wirklich gut machen kann. Mit Jupa, einen starken Kreisläufer, mit Terzicki, ihren Hauptwerfer. Und sie haben hier auf Rückraum rechts mit Kabashi jemanden, der ein Rechtshänder ist. Und das ist manchmal für die Situation gar nicht so einfach, weil wenn dann der Pass kommt, kann ein Rechtshänder natürlich eine ganz, ganz andere Breite haben, kann mit seiner rechten Wurfhand quasi einerseits gehen und werfen, weil der gar nicht so leicht an die Wurfhand rankommt. Deshalb benötigen wir hier quasi so ein bisschen die Situation, dass er vielleicht hier den Ball annehmen kann, sodass er ihm so ein bisschen Zeit gibt, unser Außenverteidiger, dass der dann nach außen geht und der dann wieder hierher kommen kann. Das, glaube ich, wäre so ein kleiner Schlüssel, dass wir da nicht in die Bredouille kommen. Na, ich bin sicher, dass wir nach dem Israel-Spiel genügend Selbstvertrauen mitgenommen haben. Ich wünsche mir, dass wir vor den Zuschauern, die ja heute auch in Nürnberg noch mal ganz, ganz zahlreich vertreten sind, uns einfach würdig in den Sommer verabschieden, weil das haben die Zuschauer verdient, das haben aber auch unsere Jungs verdient. Und das ist so das, was ich eigentlich erwarte.